Hallo und herzlich willkommen wieder mal zu einem neuen Video von uns. Heute gibt es ein Review zu einem sehr hochwertigen iPad Air 10. Viel Spaß damit! Ich zeige euch einfach nochmal quasi ein kleines Unboxing, weil es mich wirklich sehr umgeworfen hat, der Karton hier und alles andere. Das Ganze kommt von der Firma Wood ab. Das Ganze ist in diesem Karton gekommen. Fühlt sich schon mal sehr gut an. Dann haben wir jetzt hier nochmal extra stehen, dass es recycelbares Papier ist. Das kommt dem Motto von denen dann auch treu. Hier nochmal Wood ab. Und hier haben wir schon mal stehen, dass sie Holz lieben. Das Ganze ist auf jeden Fall schon mal sehr liebevoll, finde ich. Hier haben wir nochmal die Website und sowas von denen stehen. Dann kann man das Ganze hier aufklappen. Und da kommt uns das gute Stück auch schon mal entgegen. Hier haben wir direkt schon mal einen kleinen Hinweis, falls wir das Ganze reinigen möchten. Einfach ein feuchtes Tuch nehmen und drüber wischen. Hier haben wir dann schon mal den Star. Den lege ich auch noch beiseite. Dann haben wir jetzt hier schon mal einen kleinen Flyer mit dabei. Dort ist ein kleiner Discount-Code mit dabei, falls ihr den einlösen wollt. Hier steht er. Und hier nochmal, ebenfalls sehr cool finde ich, wir haben jetzt hier 7 Samen dabei für ein Ahorn. Finde ich sehr coole Idee auf jeden Fall. Und das allererste, was einem hier auffällt, wenn man das Produkt auspackt, ist der wunderbare Geruch von dem Holz. Wir haben hier jetzt sehr hochwertiges Buchenholz. Ich weiß nicht, ob es in der Kamera ebenfalls so hochwertig rüberkommt, wie das hier ist. Aber die Verarbeitung ist einfach mega gut. Das Ganze ist richtig schön glatt. Hier haben wir nochmal Wood ab stehen. Dann auf der Unterseite. Das war der erste Punkt, wo ich nachgeschaut habe. Wir legen das natürlich so hin und dann denkt man immer, das rutscht weg oder so. Auf der Unterseite wurde so ein schöner grüner Streifen gemacht mit Gummi, was natürlich verhindert, dass es hier hin und her rutschen tut. Sehen wir nochmal die schöne Struktur von dem Holz. Und das ist wirklich sehr perfekt. Also ich setze es hier drauf und kann wirklich ordentlich dran drücken und das Ganze rutscht nicht weg. Das ist natürlich auch der Sinn von sowas. An sowas denken aber viele Firmen leider nicht. Von der Seite sieht das Ganze dann nochmal so aus. Und jetzt haben wir hier die Aussparung für das iPad Air. Ich nehme ganz einfach mal kurz mein iPad Air und stelle es da rein. Ihr könnt es natürlich so aufstellen oder auch im Landscape-Modus. Die Aussparung ist wirklich perfekt gemacht. Es liegt jetzt nur an der Kante auf. Man muss eigentlich auch keine Angst haben, dass das Ganze jetzt hier umfliegt oder so. Oder dass das iPad verkratzen tut. Ich habe schon nachgeschaut, es hat keinerlei Kratzer hinterlassen. Das steht hier quasi auch nur minimal drin. Also das, da würde wirklich perfekt gearbeitet. Das Ganze ist natürlich leider nicht mit dem Smart Cover kompatibel, aber da gibt es noch eine größere Variante für zum Beispiel das iPad 3. Vielleicht funktioniert das ja dann mit dem iPad Air und dem Smart Cover. Kann ich euch allerdings nicht versichern. Könnt einfach mal die Leute dort anschreiben. Sind auf jeden Fall sehr nette Leute. Wie das Ganze mit dem iPad Air Smart Cover dann aussehen würde, wäre so. In dieser Variante steht das iPad Air natürlich etwas so über, oder das Smart Cover meine ich. Aber es würde trotzdem drin stehen bleiben. Falls wir das im Landscape-Modus reinmachen, dann steht das Smart Cover wieder so etwas über, aber es funktioniert auf jeden Fall. Ich zeige euch nochmal, wie das Ganze dann von der Seite aussieht. Mache ich nochmal ohne Smart Cover. Ganz einfach hier reinstellen. Und man sieht, es sitzt wirklich perfekt da drin. Da liegen die Kanten so schön auf und das macht wirklich was her. Sieht super aus am Tisch. Hier hinten kann man auch nochmal ein paar Dinge ablegen, falls man das möchte. Oder hier unten zum Beispiel ein Ladekabel durch und auf der anderen Seite einstecken. Für ein super Cable Management zum Beispiel. Man kann natürlich auch hier das Ladekabel einfach so direkt einstecken. Und man erkennt, das iPad Air hat jetzt keine Kratzer bekommen oder so. Ich bin auf jeden Fall super zufrieden damit. Das Teil sieht wirklich sehr geil aus. Die Verarbeitung ist perfekt. Man sieht hier schon, die haben das wirklich perfekt an das iPad angemessen. Also da steht jetzt keine Kante über vom iPad oder so. Das ist einfach perfekt gemacht. Den Preis von glaube ich knapp 50 Euro, den hat es auf jeden Fall verdient. Man hat jetzt hier sehr hochwertiges Holz. Das riecht man natürlich auch, wie ich schon erwähnt habe, beim Auspacken direkt. Die Verarbeitung war sehr gut und das Ganze ist sogar noch made in Germany. Den Link dazu, wo ihr das Ganze dann später kaufen könnt, findet ihr mal in der Videobeschreibung. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr ebenfalls so ein Holzstand oder sowas schon habt oder ob ihr Erfahrungen mit der Marke Wood abgemacht habt. Kann ich euch auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Die haben noch andere tolle Produkte und bis zum nächsten Mal. Ciao!